Hallöchen hier auf dem YouTube-Kanal von Dorganizer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute stellen wir uns die Frage, wie viel Auslauf braucht denn eigentlich ein Hund? Ich stelle immer wieder fest, dass die Leute da sehr komische Vorstellungen davon haben, wie viel Auslauf so ein Hund braucht. Und vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht, dass ihr Freunden oder Bekannten erzählt habt, dass ihr euch einen Hund holt. Und dann kommen Aussagen wie, hast du denn überhaupt genug Zeit dafür? So ein Hund muss doch stundenlang spazieren gehen oder braucht ganz viel Auslauf. Dazu hätte ich ja gar keine Lust. Das ging mir damals genauso, als ich vor über 12 Jahren gesagt habe, ich möchte gerne einen Hund haben, kam genau dieses Feedback von ganz vielen Leuten. Ist das berechtigt? Müssen denn Hunde wirklich so viel spazieren gehen? Nun, gucken wir uns einfach mal an, wie Hunde in der freien Wildbahn oder auch ein Rudel Wölfe lebt. Wenn ich mich jetzt frage, was so ein Rudel Wölfe den ganzen Tag über tut, dann glaube ich nicht, dass die sagen, so, heute müssen wir uns mal wieder ein bisschen bewegen, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen spazieren gehen. Denn die haben eigentlich nur eine einzige Aufgabe, und zwar, beziehungsweise zwei Aufgaben. Das eine ist Überleben und das andere ist sich fortzupflanzen. Und um zu überleben, müssen sie jagen gehen. Natürlich ist Jagen eine hochkomplexe und sowohl geistig als auch körperliche Anstrengung für die Hunde. Aber wenn sie jagen waren, dann werden sie danach, bis sie wieder Hunger haben, ziemlich ruhig und entspannt irgendwo rumliegen und eben nur darauf achten, dass irgendwie kein Feind ihnen zu nahe kommt. Was will ich damit sagen? Unsere Hunde kriegen jeden Morgen und jeden Abend einen vollen Napf, hoffentlich zumindest über die Nase gestellt, und sind, was das angeht, natürlich einfach bestens ausgestattet sozusagen, was das Überleben sichert. Das heißt, dass ein Hund von sich aus erstmal nicht spazieren gehen wollen würde. Was natürlich nicht heißt, dass ein Hund nicht spazieren gehen muss, denn unsere Hunde haben natürlich noch genauso die Anlagen dazu, jagen zu gehen. Das heißt, körperlich und geistige Auslastung zu bekommen. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich nicht, dass eure Hunde jagen gehen. Ich möchte das im Übrigen auch nicht. Das heißt, ich gebe meinem Hund eine attraktive andere Aufgabe, die er zu erfüllen hat, um eben diese geistige und körperliche Auslastung zu bekommen. Und das ist eben nicht nur spazieren gehen. Natürlich sollte ein Hund die Gelegenheit bekommen, sich mehrmals am Tag vernünftig zu lösen. Und ein Hund muss auch mal einfach Rennerchen machen und loslaufen und spazieren gehen und schnüffeln und all solche Sachen machen. Aber das müssen nicht 3 Stunden am Tag sein und das müssen auch nicht 2 Stunden am Tag sein. Denn was viel wichtiger ist und was leider viele Leute unterschätzen, ist die geistige Auslastung. Ein Spaziergang in Menschengeschwindigkeit ist nicht das, was einen Hund wirklich wahnsinnig auslastet. Das beschäftigt ihn, klar, er kann sich lösen, das macht ihm auch Spaß, gar keine Frage. Aber das ist nicht die Auslastung, die ein Hund braucht als Alternative zu der natürlichen Jagd. Ich mache mit meinen Hunden deshalb natürlich Hundesport, der macht mir großen Spaß, zum Beispiel Obedience oder Rallye-Obedience. Aber es gibt auch eine Vielzahl an anderer Sachen, die ihr machen könnt, um euren Hund auszulasten. Ihr könnt Futter verstecken, das haben wir euch hier oben mal in der Infobox verlinkt, was man da so für Spiele machen kann mit seinem Hund. Man kann den Hunden Tricks beibringen oder man kann mit den Hunden eben andere Aufgaben erfüllen, die sie geistig auslasten. Dazu findet ihr bei uns auf unserem Facebook-Kanal zum Beispiel auch ganz viele nette Ideen und Tipps, was man so mit seinem Hund machen kann. Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber unterm Strich, um die Frage jetzt halt zu beantworten, es gibt nicht die eine Zahl, die Hunde am Tag spazieren gehen müssen. Es kommt immer darauf an, wie sieht der restliche Tag des Alltags mit dem Hund aus, wie viel Bewegung bekommt er, wie viel geistige Auslastung bekommt er. Natürlich ist das auch sehr, sehr rasseabhängig. Ein Husky ist natürlich schon darauf gezüchtet worden, lange Strecken zurückzulegen und hat natürlich schon ein anderes Bedürfnis, sich zu bewegen, als es vielleicht ein Mops so hat. Das heißt, berücksichtigt hier natürlich auch die Vorlieben eurer Hunde. Und wie gesagt, vor allem mit jungen Hunden, lauft nicht stundenlang durch die Gegend, sondern macht einen Action-Spaziergang daraus. Den verlinke ich euch am Ende des Videos nochmal. Da haben wir nämlich auch tolle Ideen, was man mit den Hunden machen kann, und schenkt ihnen eben eine geistige Auslastung. Dann sind sie viel ausgeglichener und zufriedener Hunde. Wir wünschen euch viel Spaß für eine gute Dog-Life-Balance. Tschüss!